بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصمك بيت الله دم هانت فلتن الله سيجن زهل زين اف مفيد محمد und auf all denjenigen, die seine Fußstapfen treten, bis an einem Tag, an dem es weiße Gesichter geben wird und schwarze Gesichter geben wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auferstehen lassen und zu denjenigen gehören, die weiße Gesichter haben werden. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus dieser Sitzung hervorgehen, heraus hinausgehen mit noch mehr Wissen, als wir hineingekommen sind, und auf dass er das Wissen, das wir erlangen, bei uns zu nützlichem Wissen macht, sodass wir auch danach handeln und nicht nur einfach hören und nicht weitergeben. Denn man sagt, dass das die Reinigung oder der Zakat vom Wissen ist, dass man es weitergibt und nicht für sich einfach behält. Und deswegen ist es auch gefährlich. Noch ein weiteres Stadium wäre, wenn man nach Wissen gefragt wird und es auch nicht weitergibt. Das wäre noch eine gefährlichere Sache. Liebe Geschwister, als kleiner Nachtrag zu dem, was wir im Kapitel über Hajj gesagt haben, fehlt uns noch eine folgende Angelegenheit. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt in Surat al-Baqarah, im Vers 196 sagte er über die Opfertiere, über Al-Hadi genauer gesagt: Wer jedoch nichts finden kann, der soll 3 Tage während der Pilgerfahrt fasten und 7, wenn ihr zurückgekehrt seid. Das sind im Ganzen 10. Und das gilt nur für den, dessen Angehörige nicht in der geschützten Gebetsstätte wohnhaft sind und fürchtet Allah. Also über diesen Vers müssen wir uns noch unterhalten. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadi für den Mutamatti' und für den Qarin zur Pflicht gemacht. Und der Qarin, der sein Opfertier sowieso von zu Hause mitnimmt, den lassen wir außer Acht. Aber den Mutamatti', der muss ja am Tag von An-Nahr, also das heißt am Opferfest, an diesem ersten Eid-Tag, muss er ja sein Opfer opfern. Und wenn er jetzt kein Opfer hat oder keins finden kann oder kein Geld hat, um sich ein solches zu kaufen, so wissen wir, dass Al-Hadi Pflicht ist und an Yom al-Nahr geopfert werden muss. Und wenn man es ihm keins hat, dann macht man das, was Allah subhanahu wa ta'ala einem angeordnet hat. Man fastet 3 Tage in der Hajj selbst. 3 Tage in der Hajj selbst und 7, wenn man wieder zurückgekehrt ist. Wann beginnen diese 3 Tage? Sie beginnen, sobald man den Ihlal gesagt hat. Also sobald man gemeint ist, sobald man in den Weihezustand eingetreten ist, in den Ihram-Zustand eingetreten ist. Und das beginnt ja in den Hajj-Monaten, sind ja Shawwal und Dhul-Qa'dah und Dhul-Hijjah. Also so, am Anfang vom ersten Shawwal, sobald der erste Shawwal eingetreten ist, darf man schon die Absicht fassen. Wenn man dann schon die Absicht gefasst hat, ab diesem Zeitpunkt darf man schon 3 Tage fasten von diesen 10 Tagen, wenn man davon überzeugt ist, dass man sich diesen Hadi nicht leisten kann. Und 7, wenn man wieder zurückgekehrt ist, das heißt, sobald man sich auf den Weg zurückgemacht hat, darf man beginnen, diese 7 Tage zu fasten. Und die Ansicht von Aisha und Ibn Umar radiallahu anhum ist, dass diese 3 Tage zu fasten am besten ist, dass man das vor Arafat macht. Vor Arafat macht. Der Grund natürlich ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ayyamu Mina, Ayyamu Aklin wa Shurb. Das heißt, die Tage von Mina sind Tage des Essens und Trinkens. Es sind also Festtage. Und deswegen sollte man an diesen Tagen, also darf man an diesen Tagen nicht fasten, wenn man nicht fasten muss, wie in bestimmten Fällen. Denn es kann ja sein, dass man ein Opfertier gehabt hat und es dann gestorben ist, oder ein Opfertier gehabt hat und es davon gelaufen ist oder was auch immer, oder dass man arm geworden ist noch vor diesem einen Tag, und dann, wann soll man dann diese 3 Tage fasten? Dann fastet man die Ayyam al-Tashriq, die 3 Tage, also nach Yom al-Nahr. Yom al-Nahr ist der Eid-Tag, das ist der 10. von Dhul-Hijjah, und Ayyam al-Tashriq sind der 11., 12. und 13. Diese 3 Tage dürfte man dann fasten, beziehungsweise müsste man dann fasten, weil man keine andere Möglichkeit mehr hat. Aber am besten ist es, dass man vor Arafat noch fastet.
Warum? Weil wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag von Arafat nicht gefastet hat und dass der 10. Tag verboten ist zu fasten, weil es der Feiertag ist. Und der letzte Tag ist also der 8. Tag. Also die letzten Tage sollten der 6., 7. und 8. sein, wenn möglich. Und auch haben das die Sahaba radiallahu anhum im Hajjat al-Wada' gemacht, so ist es überliefert worden. Und es ist ja ein Pflichtfasten, sodass man keine Wahl hat. Und wenn man vom Hajj abgehalten wird, wenn man vom Hajj abgehalten wird, dann schlachtet man einfach sein Hadi. Ein Hadi, derjenige, der Qiran macht oder derjenige, der Tamattu macht. Und dann ist er aus diesem Weihzustand ausgetreten. Und er muss sein Hajj und sein Umrah nicht nachholen. Und wenn man kein Hadi hat, braucht man auch nicht fasten. Wenn man kein Hadi hat, braucht man auch nicht fasten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in diesem selben Vers: Wer jedoch nichts finden kann, der soll 3 Tage fasten während der Pilgerfahrt und 7, wenn ihr zurückgekehrt seid. Und hier heißt es wortwörtlich im Koran: Fasiyamu thalathati ayamin fil Hajj. Also wer jedoch nichts finden kann, der soll 3 Tage während der Pilgerfahrt fasten. Und wenn man abgehalten worden ist, überhaupt zur Pilgerfahrt zu kommen, auch wenn man schon den Ihram-Zustand eingenommen hat, so ist die richtigere Ansicht, dass man nicht sein, dass man auch nicht fasten braucht. Dass man auch nicht fasten braucht. Und das ist die Ansicht auch der Al-Malikiyya und der Hanafiyya gewesen. Allahs Barmherzigkeit sei auf ihnen allen. Und na. Wenn man zum Beispiel jetzt diese 10 Tage fasten muss und man hat einen Tag angefangen schon oder 2 Tage angefangen schon und danach segnet Allah subhanahu wa ta'ala einem mit einem wenig Geld, sodass man sich ein Opfertier kaufen könnte, dann ist es einem freigestellt. Das ist die Ansicht meines Lehrers, Sheikh Abdul Muti al-Dahir, dass man dann freigestellt ist. Man darf entweder die 10 Tage zu Ende fasten oder man darf dann einfach das Opfertier opfern und dann ist man von dieser Pflicht befreit. Alhamdulillah. Na, dann kommen wir zum Kapitel über die Regelungen über Al-Hadi und Al-Udhiyah. Al-Hadi und Al-Udhiyah. Al-Hadi ist gemeint damit das Opfertier, was der Qarin und der Mutamatti' leistet. Und Udhiyah ist das Opfertier gemeint, was der allgemein der Familienvater am Eid-Tag für seine Familie opfert, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und das Wort Fidya bezeichnet man als das Opfertier, das man leistet, damit der Gottesdienst, und zwar die Hajj ist hier gemeint oder die Umrah, noch gültig ist. Also Fidya auf Arabisch, ma yudfa'u li baqa'i shay. Etwas, was man leistet, damit eine Sache da bleibt. Und zwar damit der Gottesdienst eben noch gültig bleibt. Das ist damit gemeint. Na. Und Al-Hadi ist auch ein Al-Hadi, was wir gerade gesagt haben, ist etwas, ein Opfertier, das man an die armen Bewohner der heiligen Moschee verteilt. An die armen Bewohner der heiligen Moschee verteilt. Das ist allgemein damit gemeint. Und das darf man auch machen, jederzeit, und ist eine Sunna, von der sich viele Leute abgewendet haben. Na, aber wie gesagt, das Hadi, was der Mutamatti' leisten muss und der Qarin leisten muss, geht nicht ganz an die armen Leute, sondern wie wir gleich sehen werden, wird das eingeteilt. Na.
Al-Hadi überhaupt, Entschuldigung, Al-Udhiyah, am Tag vom Eid, es wurde gesagt unter den Gelehrten, manche haben gesagt, dass es eine Pflicht ist, wajib ist, und manche haben gesagt, dass es eben eine Sunna ist. Und diejenigen, die gesagt haben, dass es eine Pflicht ist, haben sich darauf gestützt, dass dies der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die rechtgeleiteten Khulafa nach ihm gemacht haben. Und die Mehrheit der Gelehrten, sie sind der Ansicht, dass es eben keine Pflicht ist. Und in jedem Fall soll man natürlich diese Sunna nicht unterlassen. Und der Beleg, dass es eine Pflicht ist, und das ist die richtigere Ansicht, ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat, der bei Bukhari und bei Muslim ist: Man kana dhabaha qabla an yusalli, falyadhbah ukhra makanaha. Das heißt, wer geopfert hat, bevor er gebetet hat, der soll ein anderes Tier opfern an dieser Stelle. Also an Stelle dieses Tieres, was er schon geopfert hat. Denn wir wissen ja, dass am Eid-Tag findet das Eid-Gebet zuerst statt. Und danach opfert man. Und wenn man jetzt erst geopfert hat vor dem Eid, dann ist das kein gültiges Opfertier. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer vor dem Gebet geopfert hat, der soll danach noch eins opfern, stattdessen, dann ist es ein Befehl und weist darauf hin, dass es eine Pflicht ist. Wie dem auch sei, wir haben gesagt, dass man diese Sache nicht unterlassen soll. Und es gibt Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, darf man ein Opfertier opfern für bereits gestorbene Leute, im Namen von gestorbenen Leuten, sodass sie die Belohnung dafür bekommen. Und der Sheikh Al-Shinqiti, hafizahullah, hat gesagt, dass die richtige Ansicht ist, dass man das darf. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, im Hadith, der bei Abu Dawud überliefert ist und sahih ist, hat gesagt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wissen wir, hat Opfertiere geleistet. 63 Stück an einem Tag. Und er hat gesagt, Allahumma hada an Muhammad wa an Ali Muhammad wa an man lam yudahi min ummati. Das heißt, o Allah, dieses Opfertier ist im Namen oder für Muhammad und für die Familie von Muhammad und für alle, die von meiner Ummah, meiner Gemeinde, nicht geopfert haben. Sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, Al-Hadi und Al-Udhiyah sind Sachen, über die es Übereinkunft mit den Gelehrten gibt, dass sie gesetzlich sind. Allgemein, dass sie gesetzlich sind. Und man nennt Udhiyah auch Qurban. Weil Qurban ist etwas, was einem näher bringt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Hajj, das ist die 22. Sura, sagte er im Vers 34: Und für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, damit sie den Namen Allahs über den aussprechen, womit er sie an den Vierfüßlern unter dem Vieh versorgt hat. Deswegen sagte Ibn Qayyim rahimahullah darüber, dass das Opfern als Ritual, also als Gottesdienst für Allah subhanahu wa ta'ala, und das Blutvergießen für Allah subhanahu wa ta'ala im Namen Allahs ist eine Gesetzesmäßigkeit oder ist ein Gesetz, eine gesetzliche Sache in allen Religionen gewesen. In allen Religionen, gemeint ist damit allen Himmelsreligionen gewesen. Also gemeint ist damit im Judentum, Christentum und im Islam. Na. Die beste Form des Hadi, das man opfert, ist das Kamel. Und wenn die Ulama, Allahs Barmherzigkeit auf ihnen allen, wenn sie irgendetwas sagen, das heißt eine Reihenfolge festlegen und sagen, eine Sache ist besser als eine andere, dann hat das immer einen Beleg. Sie sagen das nicht einfach von sich selbst aus. Sondern die Sunna hat darauf hingewiesen, dass das Opfern eines Kamels besser ist als das Opfern einer Kuh und eines Schafes. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt über das Freitagsgebet: Wer zur ersten Stunde kommt, so ist es so, als hätte er ein Kamel geopfert.
Und wer zur zweiten Stunde kommt, so ist es so, als hätte er eine Kuh geopfert. Und wer zur dritten Stunde kommt, so ist es, als hätte er ein Schaf geopfert. Und so sieht man, dass die Reihenfolge aus der Sunna entnommen ist. Und auch ist das Kamel das Wertvollste. Und auch ist das Kamel also am wertvollsten, weil es eben am reichsten, am teuersten ist. Am aufwendigsten ist für denjenigen, der es opfert. Und er muss am meisten für Allah subhanahu wa ta'ala investieren. Und es hat auch den größten Nutzen für die armen Menschen. Und danach kommt die Kuh, dementsprechend kleiner und billiger. Und danach das Schaf. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch über das Kamel und über den Wert des Kameles. Er sagte im Vers 36: Und die Opferkamele haben wir euch zu Kultzeichen Allahs gemacht. Walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillah. Ja'alnaha lakum min sha'airillah. Lakum fiha khair. Und zwar, an ihnen habt ihr etwas Gutes. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala die Sache gelobt. Und deswegen, die Gelehrten, wenn sie so etwas sagen, hat das einen Sinn und ist nicht einfach so entnommen. Und ebenso sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرٌ oder حُمْرٌ نِعَمْ حُمْرٌ نِعَمْ. Das heißt, dass Allah durch dich einen einzigen Menschen recht leitet, ist besser für dich, als wenn du rote Kamele hättest. Und die roten Kamele waren die wertvollsten Kamele der Araber. Na. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, und das weist darauf hin, je mehr man für Allah ausgibt, desto besser ist es für einen selbst. Denn Allah sagte im 33. Vers: Und wenn im 32. Vers: Und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck der Gottesfurcht der Herzen. Oder anders übersetzt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht der Herzen herrührt. Na, es gibt bestimmte Tiere, die bestimmte Eigenschaften muss das Tier erfüllen. Und das ist für uns alle wichtig. Denn auch in Deutschland möchten wir am Eidtag, am Eid al-Adha, unser Opfer schlachten. So gibt es bestimmte Voraussetzungen, auf die man achten muss. Sonst wird es von Allah subhanahu wa ta'ala nicht angenommen. Und zwar, wenn man ein Schaf opfert, ein männliches oder ein weibliches Schaf, so muss es mindestens 6 Monate alt sein. Auf Arabisch nennt man das Jada. Und wenn man ein Kamel oder eine Kuh oder eine Ziege oder Ziegenbock, dann muss es auch bestimmte Alter haben. Und zwar, das Kamel muss 5 volle Jahre alt sein. Und das 6. Jahr angebrochen haben somit. Und die Kuh muss 2 Jahre alt gewesen sein, mindestens. Und die Ziege und der Ziegenbock muss mindestens 1 Jahr alt gewesen sein. Na. Und Schafe sind besser als Ziegen zu opfern. Na. Es gibt einen Unterschied zwischen Al-Hadi und Al-Udhiyah. Bei beiden opfert man ein Tier, vielleicht sogar das gleiche Tier, aber es gibt Unterschiede. Und zwar, bei dem Hadi, das heißt, das was der Mutamatti' im Hajj opfert, oder der Qarin, wenn er ein Schaf opfert, dann gilt es nur für ihn alleine. Und er darf es nicht für sich machen und im Namen anderer. Aber Udhiyah dagegen, wenn man als Vater des Hauses ein Opfertier opfert, dann macht man das im Namen der ganzen Familie. Na. Oder wie der Prophet hat so gemacht, im Namen der ganzen Umma. Also da ist es, da gilt ein Opfertier für mehrere. Allerdings, wie wir gesagt haben, was die Kuh und das Kamel angeht, so dürfen beim Hajj 7 Leute an einem Tier teilnehmen. Das ist so, als hätten sie, dann haben sie ihre Pflicht schon gemacht. Erledigt. Und das hat Jabir radiallahu anhu,
der Überlieferer der Art und Weise, wie der Prophet seinen Hajj gemacht hat, er sagte: Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, an nashtarika fil ibili wal baqari, kullu sab'atin fi wahidin minhuma. Also, er hat uns angeordnet, dass wir uns zusammentun können in Bezug auf die Kamele und die Kühe, und zwar immer sieben für ein Tier. Der Hadith ist bei Muslim überliefert. Und das Gleiche ist überliefert, oder eine andere Überlieferung sagte von Abu Ayyub radiallahu anhu: Kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudahi bis-shati anhu wa an ahli baytihi. Das heißt, zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam pflegten die Sahaba so zu machen, dass ein Mann ein Schaf opfert für sich und für seine ganze Familie oder Bewohner seines Hauses. Und dann sagte der Überlieferer Abu Ayyub radiallahu anhu: Faya'kuluna wa yut'imun. Das heißt, sie haben dann davon gegessen und sie haben auch gespeist, also anderen Leuten zu essen gegeben. Und der Hadith bei Abu Dawud ibn Majah und der Tirmidhi hat gesagt, dass der Hadith sahih ist. Und wenn ein Sohn in einer Familie selbst verdient, schon selbst verdient und eigenständig ist, dann muss er selbst schlachten. Und auch wenn er sich nicht sicher ist, ob er jetzt als Eigenständiger gilt oder nicht, dann geht er auf den sicheren Weg und opfert ein Tier für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn man ein Opfertier leistet, dann darf man nur ein gesundes Tier auswählen. Man darf keine kranken Tiere auswählen. Oder Tiere auswählen, bei denen irgendwelche Körperteile fehlen. Und so ist es verboten, ein Tier auszuwählen, das einen deutlichen äußerlichen Mangel hat. Oder ein Tier auszuwählen, das blind ist. Oder ein Tier auszuwählen, das so alt ist, dass es kein Knochenmark mehr hat. Und es ist verboten, ein Tier zu opfern, das nicht mehr normal laufen kann wie die gesunden Tiere. Oder ein Tier, das die Zähne verloren hat. Oder ein Tier, das aufgrund seines Alters keine Milch mehr geben kann. Und überhaupt ein krankes Tier. Und all das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Abu Dawud al-Nasa'i überliefert, gesagt. Und der Hadith ist sahih, wo er gesagt hat: Vier Tiere dürfen nicht geopfert werden. Und dann hat er die Tiere auferwählt. Und alle, die wir erwähnt haben, fallen in diese Kategorie rein. Und wann ist der Zeitpunkt des Opferns von Al-Hadi und von Al-Udhiyah? Beginnt mit dem Zeitpunkt nach dem Eid-Gebet. Nach dem Eid-Gebet am 10. von Dhul-Hijjah. Und endet am letzten der drei Tage von Ayyam al-Tashriq. Also endet am 13. Dhul-Hijjah mit dem Sonnenuntergang. Und es ist mustahab, dass man von seinem Hadi etwas auch isst. Und jetzt Vorsicht, es gibt einen Unterschied zwischen Hadi, habe ich gesagt, und Fidya. Hadi ist das, was man leisten muss, wenn man Mutamatti' ist oder Qarin ist. Aber wenn man Fidya macht, dann ist es ja, weil man irgendeine Pflicht verletzt hat. Zum Beispiel eine der neun Sachen von Mahdhurat al-Ihram hat man irgendwie verletzt. Bei manchen von ihnen muss man, wie sagt man, eine Fidya leisten, ein Opfertier leisten. Von diesem Tier darf man natürlich nichts essen. Okay? Manche Ulama, also auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt in einem Hadith, der bei Bukhari überliefert ist: Kulu wa tazawwadu. Das heißt, esst davon und nehmt euch auch davon selbst etwas mit, also als Proviant oder ähnliches. Manche Ulama haben gesagt, dass man einfach dieses Opfertier drei teilt und ein Drittel selbst nimmt zum Essen, ein Drittel verschenkt und ein Drittel an die armen Menschen gibt. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Fakulu minha wa at'imu. Das heißt, und esst davon und speist. Da sagt er im
36. Vers in Surat al-Hajj. Dann esst davon und gebt dem Bescheidenen und dem Fordernden Armen zu essen. Und manche haben auch gesagt, dass manche Ulema haben einfach nach dem folgenden Hadith gehandelt, bei An-Nasa'i, und das ist auch sahih. Das heißt, kulu waddakhiru watasaddaqu. Das heißt, esst, gemeint esst davon, von diesem Opfertier, waddakhiru, also bewahrt euch davon etwas auf, watasaddaqu, und spendet davon. Und deswegen haben sie es in drei Teile geteilt. Und manche haben gesagt, zwei Teile, wegen dem Vers, den wir gerade eben vorgelesen haben. Wie dem auch sei, das Wichtige ist, dass einfach den Armen ein Anteil gegeben wird. Na. Was ist, wenn man zum Beispiel ein Opfertier ausgewählt hat und man hat sich jetzt vorgenommen, dass man ein bestimmtes Opfertier opfert für sich und für seine Familie? Dann ist es einem verboten, dass man seine Haare schneidet oder seine Haare kürzt oder Haare rasiert. Egal welche Haare. Und es ist einem verboten, dass man die Fingernägel kürzt. Der Zeitpunkt ist, sobald die 10 Tage von Dhul-Hijjah, die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah, also sobald der erste Dhul-Hijjah-Tag angefangen hat, ab da bis zum Opferfest ist dann verboten, dass man diese Sachen macht, die wir gesagt haben. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِي. Das heißt, wenn diese 10 Tage eingetreten sind und jemand von euch möchte ein Opfer leisten, فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا, dann soll er weder von seinen Haaren noch von seinen Fingernägeln etwas wegnehmen, حَتَّى يُضَحِي, bis er geopfert hat. Der Hadith ist bei Muslim überliefert. Und Ibn Majah auch. Und wenn man dann aber trotzdem so etwas gemacht hat, was einem verboten war, dann bittet man Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und wendet sich ihm reuevoll zu. Es gibt aber keine Fidya hierfür. Wenn man ein Tier ausgewählt hat und danach wirft es Jungen, was ist mit diesen Jungen? Gibt es zwei Ansichten unter den Ulama. Manche haben gesagt, man darf die Jungen dann behalten, und andere haben gesagt, man wartet, bis die Jungen dann auch herangewachsen sind, und dann opfert man sie auch dann. Na. Kommen zum nächsten Kapitel. Und zwar Al-Aqiqa. Wollen wir hier eine kurze Pause machen? Oder wollt ihr weitermachen? Weitermachen. Okay. Al-Aqiqa. Über die Regelung von Al-Aqiqa. Aqiqa bezeichnet die die Haare des Kleinkindes, des geborenen Kindes, die man abrasiert. Das ist damit gemeint. Und Aqiqa hier im Fiqh ist damit gemeint, dass der im Allgemeinen der Vater des Kindes, sei es eine Tochter oder ein Junge, ein oder zwei Tiere opfert, wie wir gleich sehen werden, für sein neugeborenes Kind. Vier Sohn, zwei, vier Mädchen, ein. Na. Und das ist eine Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, denn er hat das gemacht für Al-Hassan und Al-Hussein radiallahu anhum. Wie es Abu Dawud und andere überliefert haben. Und auch die Gefährten radiallahu anhum haben das gemacht. Und sie haben diese Aqiqa gemacht für ihre Kinder, die ihnen Allah subhanahu wa ta'ala als Versorgung gegeben hat. Und die Tabi'un haben es auch gemacht. Und dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat für Al-Hassan und Al-Hussein radiallahu anhum, bedeutet, dass auch der Großvater das machen darf im Namen des Vaters, wenn der Vater eben nicht das Geld dazu hat, um das zu tun. Manche Gelehrten haben gesagt, dass Al-Aqiqa Pflicht ist,
aufgrund dessen, was Al-Hasan über Samurah überliefert hat, und zwar, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih. Was man übersetzen kann im Folgenden wie: Jedes geborene Kind oder jedes Kleinkind ist gebunden an seine Aqiqa. Und der Hadith ist bei Ibn Majah und Tirmidhi und Al-Jami' überliefert und ist sahih. Und Imam Ahmad, rahimahullah, er sagte, mit gebunden ist hier gemeint, er ist gebunden und darf nicht Schafa'a machen für seine Eltern. Und Ibn Qayyim, rahimahullah, sagte, als Weisheit dahinter steckt, dass Al-Aqiqah, wenn man das macht für seine Kinder, dann ist es ein Grund dafür, dass sie guten Charakter haben werden. Und es wurde gesagt, gebunden, das heißt, wenn er, das heißt, er ist am Shaitan gebunden, und wenn man Aqiqah macht für ihn, dann werden diese Fesseln gelöst. Wie dem auch sei, es ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine Sunna Muakkada, die man nicht unterlassen soll. Und zu opfern ist besser, als Sadaqa zu geben in diesem Wert. Und es ist ein Dank, eine Danksagung an Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er mal wieder uns eine Gnade erwiesen hat, und er erweist uns so viele Gnaden, dass wir sie nicht mehr zählen können, wie er uns selbst mitgeteilt hat im Koran. Wie viel opfert man? Man opfert für einen Jungen, der einem geboren worden ist, zwei Schafe, die etwa gleich alt sind und gleich aussehen. Und für ein Mädchen, das einem geboren worden ist, ein Schaf. Aufgrund des Hadithes von Kurz al-Ka'biyya, sie sagte: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ich habe gehört, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Anil ghulami shatani mutakafi'atan wa anil jariyati shah. Das heißt, opfert für einen Jungen etwa zwei gleich große oder zwei gleiche Schafe und für ein Mädchen ein Schaf. Hadith ist bei Ahmad und Tirmidhi, über Aisha auch überliefert, bei Tirmidhi, und Hadith sahih. Und die Weisheit, die dahinter steckt, dass man für einen Jungen zwei Schafe opfert und für ein Mädchen eins, ist, dass in vielen Regelungen, oder in, ich glaube, ziemlich genau fünf Regelungen, hat Ibn Qayyim gesagt, rahimahullah, die der Anteil der Frau die Hälfte ist dessen, was einem Mann zusteht, oder einem Mädchen und einem Jungen, beziehungsweise dem männlichen und dem weiblichen. Und die Gnade, dass einem ein Junge geboren wird, ist im Allgemeinen größer, und die Freude ist größer, und dementsprechend ist dann auch der Dank an Allah subhanahu wa ta'ala dementsprechend. Das ist eine Weisheit, die gesagt wird, dahinter, die dahinter steckt. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat Adhan gemacht im rechten Ohr von Al-Hasan. Und der Hadith ist bei Imam Ahmad, Al-Bayhaqi, Al-Daraqutni und Al-Tirmidhi. Al-Tirmidhi sagte, der Hadith ist Hasan, und Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sagte auch, der Hadith ist Hasan. Und dass man Iqama sagt in das linke Ohr, ist über Ali überliefert, radiallahu anhu, aber allerdings schwach. Na, wann macht man die Aqiqa? Oder noch einmal, der Vater ist derjenige, der die Aqiqa macht, haben wir gesagt. Wenn der Vater stirbt, dann der Großvater, und dann aufwärts, und dann, wenn die alle gestorben sind, dann die Geschwister, dann die Onkel. Und man macht es nicht für sich, das ist die richtige Ansicht, wallahu a'lam, dass man das nicht für sich macht, sondern das macht jemand für einen, also der Vater für einen oder der Großvater für einen. So ist es überliefert worden. Wann opfert man dieses Tier? Und zwar am siebten Tag nach der Geburt. Ist der Geburtstag der erste Tag oder nicht? Zwei Meinungen unter den Ulama. Dementsprechend wäre es dann der siebte Tag oder der achte Tag. Ja. Je nachdem, wann man halt anfängt zu zählen. Und wenn man es allerdings vorher macht oder nachher, ist es inshallah gültig. Allerdings die Sunna ist es, dass man es am siebten Tag macht.
Wenn man es am siebten Tag nicht gemacht hat, macht man es irgendwann mal danach. Es gibt einen schwachen Hadith, der besagt, dass wenn man es am 7. nicht geschafft hat, dann macht man es am 14. und dann am 21. Aber der Hadith ist schwach, deswegen man kann es an diesen Tagen machen, wenn man möchte, aber man muss es nicht am 7., man muss es nicht an diesen bestimmten Tagen machen, sondern man soll es am 7. machen und danach einfach machen, sobald es geht. Na. Wenn man mehrere Kinder hat, dann darf man nicht einfach für alle Kinder ein Opfer bringen. Das geht nicht, sondern für den Jungen zwei und für das Mädchen ein Schaf. Ja. Wenn das Tier zum Beispiel, wenn das Kind zum Beispiel stirbt vor dem siebten Tag, dann, wie gesagt, gibt es Meinungsverschiedenheit unter Ulama, ob man dann überhaupt praktisch die, ob dieses Schaf dann überhaupt gesetzlich ist, dass man sich bei Allah subhanahu wa ta'ala dafür bedankt. Wie dem auch sei, um aus dem Khilaf rauszugehen, sagte der Gelehrte, dass man einfach Aqiqa machen soll, denn man kommt Allah subhanahu wa ta'ala dabei inshallah näher. Was ist mit Al-Khuntha? Al-Khuntha auf Arabisch bezeichnet jemanden, bei dem nicht klar ist, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist. Und Al-Khuntha werden behandelt wie Mädchen, solange nicht klar ist, dass sie Jungs sind. Das heißt, im Zweifelsfall sind sie Mädchen und erst wenn man sicher ist, dass sie Jungs sind, dann sind sie Jungs. Also Al-Khuntha würde man erstmal nur ein Schaf für ihn opfern. Na. Und das Beste ist, dass man das Kind am siebten Tag auch benennt. Das heißt, ihm seinen Namen gibt. Denn es ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى. Das heißt, man opfert für ihn an seinem siebten Tag und gibt ihm seinen Namen. Und wenn man ihm seinen Namen gibt, an dem Tag, an dem er geboren ist, so ist es auch in Ordnung. Und bei manchen Ulama ist es sogar besser. Denn es ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinem Sohn Ibrahim seinen Namen gab am Tag, an dem er ihn geboren bekommen hat. Und man rasiert die Haare des Kleinkindes am siebten Tag. Und es ist mustahab, dass man im Gewichte der Haare Gold oder Silber spendet. Warum hat der Gelehrte gesagt mustahab und nicht Sunnah? Ihr wisst, manche Fuqaha machen eine Unterscheidung dazwischen, manche nicht. Aber hier ist gemeint, dass Mustahab weniger wert ist als eine Sunnah, weil es eben nicht authentisch überliefert ist. Aber die Mehrheit der Ulama hat danach gehandelt. Deswegen. Und als Al-Hasan radiallahu anhu geboren wurde, gibt es einen Hadith, der allerdings umstritten ist und auch nicht klar ist, wer der Sprechende ist. Und zwar sagte der Sprechende, offensichtlich Abu Rafi' Mawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, er sagte la ta'uqi anhu, sagte zu Fatima radhiallahu anha, mach für ihn kein Opfertier, sondern rasiere seine Haare, seine Kopfhaare und danach spende im Gewichte dieser Haare an Silber. Na, deswegen über Gold ist gar nichts authentisch überliefert worden. Es ist wünschenswert, dass man seinem Kind oder der Prophet hat es gewünscht, dass man seinem Kind einen guten Namen gibt. Und man sagt, es ist ein Recht des Kindes. Und es ist haram, dass man dem Kind einen Namen gibt, der auf irgendetwas hinweist, was Kufr ist. Indem man ihn zum Beispiel benennt Diener des und dann sagt man irgendetwas anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala oder einen seiner Namen. Das heißt, was es gibt, so Sachen wie Abdul Ka'ba, Diener der Ka'ba oder Abdul Nabi oder Abdul Masih, Diener des Messias oder Abdul Ali, Diener von Ali oder Abdul Hussein und solche Namen sind haram und nicht erlaubt.
Und Imam Ibn Hazm rahimahullah sagte, sie sind sich einig darüber, die Gelehrten, dass solche Namen verboten sind. Wie Abd Umar oder so ähnliche Namen. Und auch üble Namen wie Al-Asi, der Sünder, oder Murrah, oder Huzn, also die Traurigkeit, ja, oder die Bittere oder so etwas. Ja. All diese Namen sind üble Namen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Inna ahabba asma'ikum ila Allah, Abdullah wa Abdurrahman. Die Namen, die Allah am liebsten sind Abdullah und Abdurrahman. Also Diener Allahs und Diener des Allerbarmers. Der Hadith ist bei Muslimen und bei anderen überliefert. Und es ist auch mustahab, dass man seinen Kindern Namen der Propheten gibt. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst gemacht hat. Er gab seinem Sohn den Namen Ibrahim. Und dass man auch den Namen gibt von rechtschaffenden Menschen und von Sahaba, damit ihre Biografien am Leben gelassen werden und nicht sterben. Denn durch die Namensgebung erinnert man sich auch an die Personen, deretwegen man bestimmten Kindern einen Namen gegeben hat. Und es ist verboten, seinen Kindern Namen der Kuffar zu geben, weil das eine Nachahmung der Kuffar ist. Der Prophet hat davor gewarnt und hat gesagt: Wer einem Volk ähnelt, gehört zu ihnen. Also man darf seinem Volk, seinen Kindern nicht einen Namen geben, der typisch dafür ist, dass die Kuffar ihren Kindern solche Namen geben. Na, und Bezug auf die Aqiqa und Bezug auf das Opfertier gelten genau die gleichen Regelungen wie in Bezug auf den Hadi. Man darf also in Bezug auf das Tier, dass es gesund sein muss und so weiter und so fort, und auch auf die Eigenschaften und auf das Alter des Tieres, und dass man es auch zweiteilen soll oder dreiteilen soll und den Armen einen Anteil davon abgeben soll. Und na, was ist, wenn man ein Opfertier gewählt hat, bei Udhiya zum Beispiel, und aber als man das Opfertier gewählt hat, war es noch gesund. Und erst danach hat es einen Mangel erlitten. Dann darf man es einfach opfern und es ist gültig. Und die einzige Pflicht ist, dass man bei der Auswahl des Tieres dieses Tier ein gesundes Tier ausgewählt hat. Na. Und Udhiya ist deswegen auch Pflicht, ein weiterer Beleg. Und zwar, weil der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ein Hadith ist Hassan Hassan eingestuft worden, sagte: Man wajada sa'atan li an yudahi, falam yudah, fala yahdur musallana. Das heißt, wer es sich leisten konnte oder wer die Möglichkeit gehabt hätte zu opfern und nicht geopfert hat, der soll nicht zu unserem Gebetsplatz kommen. Der soll nicht zu unserem Gebetsplatz kommen. Und es wurde gesagt, es ist eine Sunnah, aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Allahumma hadha an Muhammad wa an man lam yudahi min ummati Muhammad. Also, oh Allah, das ist für Muhammad und für alle, die nicht geopfert haben von der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn man alt genug ist und noch keine Aqiqa gemacht hat, wie gesagt, gibt es zwei Ansichten. Die ersten haben gesagt, der Zeitpunkt ist vorbei. Sonst hätte als Kleinkind geschehen müssen. Und die anderen haben gesagt, die Aussage des Propheten, dass man immer noch gebunden ist mit seiner Aqiqa, gilt immer noch. Und deswegen ist es gesetzlich, dass man sie auch nach einem späteren Alter sich davon trennt, von dieser Pflicht. Wenn man nur ein Opfertier hat und man einen Jungen bekommen hat, dann schlachtet man das eine, und sobald man das zweite dann bekommen hat, schlachtet man das zweite Opfertier. Dies, wenn es innerhalb von den 21 Tagen geschehen ist, haben manche Ulama gesagt. Und wenn nicht, dann hat eben das eine Opfertier ausgereicht, weil Allah subhanahu ta'ala legt einem nicht mehr auf, als man sich leisten kann. Und wenn ein Tier, wenn ein Kind tot geboren wird, dann kommt es darauf an, ob das die Seele schon eingehaucht worden war. Und wann wird die Seele eingehaucht?
wann wird die Seele in das Kind eingehaucht? Ja. Die Wort eingehaucht. Sechster Monat. Eingehaucht, also reingeblasen. Ja. 120. Monat. 120. Was? Tag, richtig, ja. Am 120. Tag, also nach 4 Monaten, ja, wird die Seele eingehaucht. Wie gesagt, also wenn das Kind gestorben ist vorher, dann braucht man keine Aqira machen, und wenn es danach, weiß es, dann macht man Aqira. Und manche Ulama haben gesagt, Aqira gibt es nur, wenn das Kind lebendig geboren wurde. Wallahu a'lam. Und wir haben auch gesagt, die andere Ansicht, wenn es auch erst den 7. Tag erreicht hat. Also darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. Ulama. Wie dem auch sei. Na. Bei Aqiqa, wie ich gesagt habe, darf man nicht einfach sagen, ich habe jetzt Drillinge bekommen, 3 Jungs, und ich opfere einfach 2 Schafe für alle 3. Nee, man muss alle 6 Schafe opfern. Und Allah sagt, er hat uns versprochen im Koran, dass wenn wir ihm dankbar sind, dann wird er uns noch mehr geben. Oder in Shakartum la azidannakum. Na. Und man darf auch nicht irgendwie ein Kamel sich teilen für mehrere Leute. Das geht auch nicht. Oder eine Kuh, sondern immer nur ein Tier für einen Menschen. Und weil es auch nicht überliefert worden ist, ganz einfach. Diese Teilung von dem Kamel oder von der Kuh ist nur überliefert bei der Hajj und nicht bei Aqiqa. Deswegen. Dann sollte der Vater darauf achten, wenn er ein Kind geboren hat, bekommen hat und Allah ihm diese gewaltige Gnade gegeben hat, dass er darauf achtet, dass sein Kind rechtschaffen wird und die edlen Charaktereigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam übernimmt, soweit er kann. Und dass er, wie wir wissen, der Mensch nimmt diejenigen Charaktereigenschaften an, der Leute, die umherum sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Ar-Rajulu ala dini khalili. Das heißt, der Mensch nimmt diejenige Lebensweise an oder sogar diejenige Religion an, desjenigen, der sein engster Freund ist. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Deswegen soll ein jeder von euch darauf achten, wen er zum engen Freunde nimmt. Und wenn man sein Kind nicht von Anfang an erzieht, auf die guten Charaktereigenschaften, dann wird es im späteren Alter immer schwieriger. Und deswegen findet man auch die vielen abgeschweiften Muslime vom rechten Weg vor, die sich nicht weder an die Gebete halten, noch daran halten, dass man seinen Eltern gehorchen muss, noch daran halten, dass wenn Allahs Worte vorgelesen werden, dass man schweigt und zuhört, und man sogar Menschen vorfindet, die anfangen zu diskutieren, obwohl Allah SWT schon sein Urteil gefällt hat oder obwohl der Prophet sein Urteil gefällt hat, oder noch viel schwächer, manche diskutieren auch, obwohl ein Gelehrter schon ein Urteil gefällt hat, und all diese Sachen gehören nicht zum guten Charakter eines Muslims. Deswegen ist es die Pflicht der Eltern, dass sie dafür sorgen, dass die Kinder nicht Sitzungen ausgesetzt werden, in denen Unsinn geredet wird, in denen den Kindern Unsinn beigebracht wird, Unnützliches beigebracht wird, in dem die Kinder verspielt werden, in dem die Kinder üble Freunde bekommen. Und deswegen, da spielt natürlich die Mutter eine große Rolle. Da spielt eine Rolle, was dem Kind zur Verfügung gestellt wird zu Hause. Der Tag hat 24 Stunden. Das Kind muss irgendwas machen, 24 Stunden. Auch wenn es ein Teil davon schläft. Aber wie man sagt auf Arabisch, wenn du deine Seele nicht mit etwas beschäftigst, was gut ist, dann wird sie dich beschäftigen mit Dingen, die schlecht sind. Und der Vater ist verantwortlich für seine Familie, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Und wir wissen in heutiger Zeit, wie viele üble Möglichkeiten es gibt, an üble Sachen zu gelangen, und die Möglichkeiten, die es gibt, und Geräte, die es gibt, durch die man seinen Charakter nur verschlechtern kann, und durch die man schlechte Gedanken bekommen kann, und Sachen, in denen es nur üble Sachen eigentlich im Grunde genommen gibt, sodass es keinen Zweifel gibt, dass man seine Kinder davor schonen muss und einfach sein Haus reinigen muss von allem, was wodurch der Shaitan
Kufriyat, Sachen, die zum Unglauben führen, in das eigene Haus des Muslim hineinbringt, sodass der Muslim von seinem Haus sogar von innen schon zerstört wird, obwohl normalerweise das Haus das Center sein, das Zentrum sein soll, wo der Charakter des Muslim aufgebaut werden soll. Der Muslim muss sein Kind erziehen, dass er Allah dient, dass Allah gehorcht, dass er, wenn er etwas sagt, was Allah widerspricht, dass er Allah gehorcht und nicht dem Vater. Und dass er die Religion respektiert, dass er anfängt, den Koran zu lernen, auswendig zu lernen und ihn zu lieben, den Koran zu lieben und ihn lieb zu lesen und ihn lieb davon zu lernen. Und das sind diejenigen Gründe, wodurch man die Glückseligkeit erlangt, im Diesseits als auch im Jenseits. Also nochmal zusammengefasst, der Vater ist dafür verantwortlich, dass sein Kind ein Muslim wird, im wahrsten Sinne des Wortes, ein gottergebener Mensch, und dass er ein rechtschaffener Mensch wird und einen guten Charakter am Tag legt. Und der Vater ist derjenige, der dafür danach gefragt wird, wenn er diese Amana, dieses anvertraute Gut, verletzt. Und besonders, liebe Geschwister, in diesen Ländern hier, wenn man sich nicht sicher ist oder nicht davon überzeugt ist, dass man seine Kinder als Muslime erziehen kann, dann soll man sich zweimal überlegen, ob man wirklich Kinder haben will. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als dass du ein Kind erziehst und es als Kafir aufwächst und du wirst dich dann selbst verdammen, diesseits und im Jenseits auch. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Es gibt noch eine kleine Angelegenheit, und zwar, jetzt haben wir gesprochen über das Opfern, wie man, dass man Tiere schlachtet und so weiter und so fort. Jetzt gibt es allerdings Regeln, wie man ein Tier schlachtet. Denn ein Tier muss man auch wissen, wie man es schlachtet. Natürlich ist das nur Erfahrungssache, zum größten Teil. Man kann das nicht mündlich sagen. Aber wenn ihr mir erlaubt, möchte ich euch in 3 Minuten ungefähr, inshallah, plus minus paar Minuten, Folgendes mitteilen. Und zwar gibt es im Grunde genommen 2 Arten, wie man ein Tier umlegt oder schlachtet oder opfert. Das eine ist, nennt man Dhabh, opfern, schlachten. Das andere nennt man Nahr. So. Bei manchen Tieren macht man das, bei manchen Tieren macht man das. Und zwar, das Kamel, bei dem macht man Nahr. Damit ist gemeint, dass man einfach einen spitzen Gegenstand nimmt, möglichst spitz, so weit es geht, und beim Halse des Kamels irgendwo nach Hals und Brust, zwischen Hals und Brust gibt es eine Vertiefung, wie auch ähnlich beim Menschen, und dort stoßt man mit einem Dolch oder mit einem Messer oder mit irgendwas rein. Und dort trifft man das Kamel und dort fließt dann das Blut raus. Diese Form von Erledigung, diese Form von Opfern, Schlachtung, nennt man auf Arabisch Nahr. Das ist die Sunna, die man macht bei Kamelen. Kamele werden nicht geopfert, indem man ein Messer nimmt und schneidet. Das hatte ich dann, das ist zu gefährlich. Ja. Es ist auch uns verboten worden, in den Orten, wo die Kamele sich aufhalten, zu beten. Ja. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, ist einfach, weil Kamele sind gefährlich, wenn die sich mal vertreten oder mal hinlegen und du bist da drunter, ist gefährlich. Aber dabei, bei Schafen dürfen wir beten. Ja. Und alle sind rein. Und alle sind rein. Kamele sind rein, was aus ihnen rauskommt, ist rein. Schafe sind rein, und deswegen hat nichts mit Reinheit zu tun. Sondern, wallahu a'lam, manche haben gesagt, das sind die Orte, wo die Schayatin sich aufhalten. Aber eine wichtige Weisheit ist, weil die eben gefährlich sind, wenn man da sich aufhält. Und, na, auf jeden Fall, die zweite Art ist eben das Schlachten, das Opfern oder wie man es auch nennt. Und das nennt man auf Arabisch Dhabh. Und Dhabh, damit ist gemeint, dass man die Luftröhre durchtrennt und die beiden und die Speiseröhre und eine der beiden Halsadern oder eben beide, die sich im Hals befinden. Und Sunna ist es beim Kamel, dass man Nahr macht, und bei der Kuh kann man beides machen, und beim Schaf macht man Dhabh, das ganz normale Schlacht, was wir alle kennen. Man muss Allahs Name darüber gedenken und erwähnen. Das ist eine lange Diskussion unter den Fuqaha. Ist es eine Voraussetzung der Gültigkeit? Was ist, wenn man es vergessen hat und so weiter und so fort? Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala sagte: فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ.
Und zwar sagte er im Vers 36, so sprecht den Namen Allahs über sie aus, wenn sie mit gebundenen Beinen dastehen. Eine Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Kamel, wie wird das nämlich geopfert? Man fesselt sein linkes Bein, Entschuldigung, seine linke Hand. Man fesselt seine linke Hand und dann stoßt man ihn um. Also mit dem Messer oder dem Dolch, wie auch immer. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch im Koran, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Und esst nicht von etwas, worüber Allahs Name nicht erwähnt worden ist. Und Allah und der Prophet sagte, إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمْ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ. Das heißt, wenn du deinen Hund, deinen gelernten Hund, ihr wisst, Hunde kann man lehren, dass sie Tiere einem fangen. Ja? Wenn du deinem gelehrten Hund, deinen erzogenen Hund aussendest und du Allahs Name erwähnt hast beim Aussenden des Hundes, sagst Bismillah, schickst ihn los, fakul, dann darfst du essen. Der Hadith ist sahih bei Tirmidhi und Al-Jami. Wer die Tasmiya, die Basmala, vergessen hat oder absichtlich unterlassen hat, dann ist dieses Opfertier nicht halal, es ist haram. Und es ist überliefert, dass Ibn Umar radhiallahu anhuma hat überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag von Eid zwei kleine Schafe geopfert hat und er sagte beim Opfern Bismillah wallahu akbar Allahumma hadha minka walak. Der Hadith ist sahih bei Abu Dawud. Das heißt Bismillah im Namen Allahs wallahu akbar und Allah ist größer. Allahumma hadha minka walak, o Allah, das ist von dir und für dich. Das ist von dir und für dich. Subhanahu wa ta'ala. Also was man sagt, ist die Sunna, dass man eben sagt, Bismillah, Wallahu Akbar, na'am, und hatha minka walak, und das ist von dir und für dich. Und wenn man opfert für jemanden anderes, dann erwähnt man laut den Namen der anderen Person, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Namen laut erwähnt hat, für mich und für meine Umma und so weiter. Man erwähnt also laut den Namen für die Person, für die man opfert. Und es ist besser, dass man für sich, dass man selbst das Opfern durchführt, und man darf auch jemand anderes beauftragen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 63 Schafe opfern lassen und hat Ali radiallahu anhu 37 opfern lassen davon. Und er hat alle sallallahu alaihi wasallam dem Hause Allahs zur Verfügung gestellt. Also, dass die armen Leute von Mekka davon zu essen bekommen. Alle 63 sallallahu alaihi wasallam. Na, und dass man dabei ist, ist noch besser, als wenn man nicht dabei ist. Und auch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer geopfert hat vor dem Gebet, der soll noch ein anderes Tier stattdessen opfern, und wer nicht geopfert hat, falyadhbah bismillah, der soll im Namen Allahs opfern. All das weist darauf hin, dass das Opfern im Namen Allahs eine absolute Pflicht ist. Und natürlich, wir wissen, also nebenbei gemerkt, natürlich das Opfertier der Juden und Christen ist uns halal, erlaubt, erklärt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Sunna ist, dass der Imam beim Eid-Gebet von Nahr, von dem Festtag, sich beeilt mit dem Gebet, möglichst früh nach dem Sonnenuntergang, weil die Leute nämlich zum Opfern gehen müssen. Und das Opfern, wenn man es richtig macht, kann das schon mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Na. Und der Beweis dafür, dass die Udhiya in diesen Tagen stattfinden soll, 11., 13., ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ayyamu Mina, Ayyamu Aklin wa Shurb. Die Tage von Mina sind Tage vom Essen und Trinken, und die Tage von Mina sind der 11., 12. und 13. Und der Hadith ist bei Muslim überliefert. Und wenn man ein bestimmtes Opfertier auserwählt hat, dann darf man es weder verkaufen noch verschenken, denn man hat es auserwählt, dass es für Allah geopfert wird. Und wenn es viel Wolle bekommt, dann schert man dieses Schaf und gibt diese Wolle zur Spende. Und wenn dieses Opfertier ein Kind gebärt, dann gibt man diesem Kind,
des Neugeborenen, von der Mutter ganz normal die Milch. Und was davon dann übrig geblieben ist an Milch, darf man selbst verwenden. Na. Und vielleicht noch eine kleine Bemerkung, wenn man einem Metzger oder einem Fleischer ein Tier gibt, das er opfern soll, darf er davon nichts nehmen. Also man könnte denken, ich gebe meinem Metzger dieses Tier und er opfert es und als Gegenleistung kriegt er etwas davon. Nein, das ist verboten. Dann gibst du ihm als Gegenleistung etwas anderes. Also Geld oder etwas anderes. Aber von diesem Opfertier, was du für Allah zur Verfügung gestellt hast, gibst du nichts. Und liebe Geschwister, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen zu lang gemacht habe. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.